Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und mit mir spielt die Spoiler-Alarm, da steht's. So, wir machen uns mal ganz kurz Essen, Wasser, also Wasser, was für Nahrungsmittel hier und dann düsen wir los. Sonne ist auch gerade aufgegangen. So, ich setze mich mal wieder vernünftig hin, mein Stuhl knackt. Ich habe zu viele YouTube-Videos gemacht, darum knackt der Stuhl. So. Jetzt mal Wasser reingebracht. Einfaches Abendessen kann ich mir auch machen. Ich glaube, ich mache mir einfach mal zwei Kräuterpilz. Was auch immer mir das bringt. 15% mehr auf Durst. Ne? Ich weiß nicht, ist glaube ich sogar besser als Wasser. Wasser bringt nur 10%. Aber dafür verbrauche ich die Kräuter nicht. Naja. Für Wasser. Jetzt habe ich nämlich keine Kräuter mehr zum Heilen. Natürlich ein bisschen doof. Fertigkeit Stufe 3. Ich kann zwei Verbände machen. Wassermann. Ihr Organismus kann mehr Flüssigkeit speichern. Nee. Lieber reparieren. So. Apfel. Achso, wir müssen zur... Den Bahnhof Funke in Sektor 7C. C7. Ach, man sollte ja auch mal was essen und trinken, ne? Ja. Ich habe mir jetzt hier Nahrung gemacht, aber. Wo ist denn mein Tee? Da ist ein warmer Imbiss, den hauen wir uns mal rein. Ich finde gerade meinen selbstgemachten. Eh nicht. Geh doch einfach mal auf dein, kannst auch sonst auf den dritten Reiter gehen, das ist alles Essen. Achso, muss ich hochscrollen. Ah. Da ist mein selbstgemachter Tee. Selbstgemachter Tee benutzen. Und dann nochmal zu Wasser. Hm. Bin trotzdem noch nicht voll... Mit Saufen. Und noch benutzen. So, jetzt habe ich zwei Flaschen Wasser und zwei Tee getrunken. Und der Deckel bei mir ist oben immer noch nicht weiß. Oh, ist die Anomalie weg? Oh. Oh nein! Die ist nicht weg. Hm. Okay. Die hat sich quasi ausgeruht oder so. Keine Ahnung. Jetzt habe ich mich verwundet. Das ist nicht gut. Hau ich mal ein paar Tabletten rein. Wollen wir an dem vorbeilaufen? Ja, schleichen wir an dem vorbei. Den wir nicht jedes Mal draufhauen. Müssen wir nur unsere Sachen reparieren. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt an einem besseren Bereich, wo wir mehr Loot kriegen oder besseren Loot. Oh, hier geht's runter. Richtung Strand. Ja. Ah, vielleicht ist da was Geheimes, was Tolles. Willst du beim Strand? Nö, ich guck nur, ob da irgendwas ist. Wo man von der Seite, wo man vom Weiten sieht, so, oh, das ist aber ein Grund, um da hinzugehen, aber ich sehe nichts. Ein Lagerfeuer, nichts Besonderes. Gut. Da ist einfach auf der Straße. Ja, da sieht uns nicht, wenn wir hier oben links lang laufen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht in irgendwelchen Viechern reinlaufen. Und ich krieg gerade eine Anzeige, dass mir kalt wird. Ja, die Temperatur hat sich verändert. Bei uns ist ein Vieh. Ein Dog heißt der ja. Jetzt könnte man Gesundheit rechts abbiegen.
Versuchen wir die ein bisschen zu umlaufen. Der hat keine Haut mehr. Hey Junge, wo ist deine Haut geblieben? Oder Mädchen? Anomalie links. Macht hier einen ganz schön. Irgendwas passt ja mit den Klimazonen auch nicht so richtig, ne? Also irgendwas ist auf dieser Insel oder hier echt schief gelaufen. Ja, auf der Seite der Straße Winter, auf der hier. Nee, irgendwie nicht so richtig. Da können wir nicht langlaufen, da würde man gerade alles ein bisschen rot. Okay. Oder gerne die Wagen durchsuchen. Kommen wir, wollen wir in die Züge? Wenn die offen sind halt, ne? Hm. Ich finde es schade, dass man sowas nicht öffnen kann, dass da nicht noch mehr Loot drin ist. Ja. Oh! Der sieht aber nicht verrückt aus. Oder? Mal offen zu leuchten. Da sind zwei. Sind das Banditen? Gibt's Menschen als Feinde? Ich weiß es nicht. Wollen wir abhauen? Wo willst du dir einschnappen? Ja, lass mal. Weißt du, ob man ein Hallo sagen kann? Willst du es versuchen? Hm. Das ist ein Schläger. Dann wird er nicht nett sein. Nein. Nee, lass mal weiter zum Punkt. Also ist das wahrscheinlich ein Bandit. Oh, da sind Blitzanomalien. Und vor uns ist ein Vieh, wir müssen weiter rechts. Oder weiter links. Ja, aber links sind Blitzanomalien. Du musst ja nicht durch die Blitzanomalien laufen. Oh! Das hat der... Ach, die sind alles voller Anomalien. Hi! Eine fliegt sogar. Oh. Und ich weiß nicht, ob das Monster dann Schaden gekriegt hat. Das Vieh nochmal. Das kriegt keinen Schaden. Hm. Oh! Verpiss dich! Kann das sein, dass er scheu ist? Dass wir die ganze Zeit umsonst Angst haben? Weil der hat mich jetzt nicht angegriffen. Der hätte mich angesehen müssen. Da kommen irgendwie zwei Viecher auf dich zugelaufen. Auf mich? Ja. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin auf der anderen Seite der Anomalie. Hi. Hi. Und da ist das Vieh, was ich meine. Warte mal, ich bin jetzt mutig. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Der Gorlan. Der ist fast tot. Bleib da mal stehen! Ich muss dich töten! Alter, ich krieg dieses Vieh nicht tot. Ey, die ganze Zeit aber so scheiß vor diesem Viech und das rennt einfach weg. Ja, es ist halb tot. Und das ist. Lass uns weitergehen. Einfach, es ist scheu. Und ich hab die ganze Zeit Angst vor dem Vieh. Ja, ich auch. Weil das größer ist als diese Dogs. Da habe ich schon geguckt. Also es gibt hier auch harmlose Viecher. Ich finde den bedrohlich. Der sieht so aus, als ob er spucken könnte oder so. Ja. Leuchtet zu. Boah, wie peinlich das ist, weil die Leute, vielleicht die das schon gespielt haben und die Videos von uns sehen, denken sich auch so, hä? Da oben ist ein Gebäude. Wollen wir uns das anschauen? Also erstmal nehme ich die Kräuter auf, die du, an denen du vorbeigelaufen bist.
350 Meter, wo ist denn das Gebäude? Ja. Da oder? Ist ein Bär oder sowas. Steine. Ist doch ein. Das ist wirklich ein Bär. Das sind Steine. Ja, aber ja, wir haben nicht das Runde, was da gerade sitzt. Nee, nee. Das ist gut. Hier gibt's viel zu entdecken, ne? Das Problem ist nur, wir sind Noobs. Totale. Anomalien. Auf dem Bahn. Und ein. Kann man den da vielleicht in die Falle locken? Renn doch dahin, wo wir schmeißen. Der rennt auch nicht in die Anomalien. Oh! Nee, der hat sich. Lebt der oder so? Er wird verzerrt bei mir dargestellt. Er ist tot. Kannst du einen Loot? Ja. Also es bringt schon was, diese Viecher können wir echt in die Anomalien locken. Apropos Anomalie, wir müssen so ein bisschen. Wollen wir auf dem Bahnschienen weiterlaufen oder durch die Wildnis? Nee, lass uns rechts durch die Wildnis. Mir ist vorhin auch links aufgefallen, es gibt verschiedene Wetter, ne, Anzeigen. Vorhin gab es die Info, dass der Nebel weg ist. Hier ist ein Häuser. Ah. Ist das eine Ortschaft? Strahl 2. Oh, also diese Karte ist auch nicht so geil zum Reinzoomen. Ah, hier ist so eine Pilzdisco. Pilzdisco? Gibt's in der Pilzdisco was? Ich weiß es nicht. Ja, hier kann man was durchsuchen. Oh, rum. Oh, ein Knüppel und was ist das denn? APG 26. Pistole? Keine Ahnung, das ist eine Waffe episch. Hier gibt's einen Schalter, der heißt Köder. Nicht unbedingt, danke. Ich glaube, wir haben den Raum durchsucht. Oh, das ist wirklich eine Schusswaffe. Aber ich möchte noch keine Schusswaffe. Das kannst du ja einfach schon mal ausrüsten, du hast ja 4 Slots. Und ja, wenn mal wenn Feind passender Feind ist, dann den Raum haben wir auf jeden Fall. Hast du alles? Ja, ja. Wir müssen hier eh so ein bisschen durch. Oh, hier sind Tomaten. Das ist auch eine wilde Kartoffel. Oh, ich bin hier mitten im Garten. Ich hab oh, hier gibt's ja voll viel. Toll. Kann aber sein, dass es noch irgendwelche Leute sind, ne? Hier ist noch ein Gebäude. Und da ist ein Typ. Wo ist da? Rechts. Hinter dem Schild. Ich geh dann weiter, komm, lass uns weiter. Da sind zwei Menschen. Scheiß LKW. Arschloch. Ja, lass uns weiter. Okay, auf dem Rückweg können wir hier vielleicht auch mal so. Bei uns ist aber auch noch ein Gebäude und einer auf der Straße. Ja. Ach komm, das Gebäude nehmen wir mit, oder? Okay. Gucken wir kurz rein. Eine Küche. Rein. Kein Gegner, oder? Nein. Großlooten. Hier ist auch wieder ein Köder. Oh, hier ist noch eine Erinnerungsmarke. Auf dem Tisch liegt eine Erkennungsmarke. Nee, ich will die Fäulnis nicht mitnehmen. Nee, sind wir durch. Gibt's in diesem Schrank noch irgendwas? Kann man das hier kaputt hauen? Nee, schade, hätte sein können. Gut, dann mache ich Licht aus und düsen wir weiter. Ratten?
Flatsch. Hier ist auch eine Leiche. Hm, wo lang? Da durch? Oh, ich sag. Wieder Kräuter. Oh, jetzt wäre ich fast in eine Windanomalie. Oh ja, das ist... Die Anomalien sieht man am Tag schlechter, finde ich. Die ungewöhnliche Aggressivität hat sich von selbst normalisiert. Aha. Das klingt doch gut. NL Wissenschaftsabteilung, was immer das sein soll. Oh, wir sind ja fast da. Oh ja. Pass auf, vor dir ist Anomalie. Ja. Bahnstation Funke. Oh. Was ist? Ich höre wen. Ein zumindest. Ja, geht da. Kann ich ihn weglocken? Diese Steine, ich weiß nicht, ob sie zum Bewerfen oder zum Ablenken sein sollen. Ah, er ist weggerannt. Aber nur 2 Meter so gefühlt. Ich habe ihn getroffen. Der hatte ich auch gefunden, glaube ich. Ja. Oh, hast du allein platt gemacht? Ich bin ein Tier. Starke Mathilde. Wo geht's da runter? Wollen wir mal unten gucken? Steht da? Wallis. Zumindest wenn mein Kyrillisch noch so weit stimmt. Ist schon lange her, dass ich Kyrillisch gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das noch richtig kann. Auf jeden Fall müssen wir hier auch hin. Hier rechts sind noch Fässer, die du durchsuchen kannst. Ich habe 2 Kisten gerade. Okay. Müssen ein bisschen Loot teilen. Finde ich zumindest. Ja, ich würde doch sagen, wir gucken einfach mal immer zwischendurch, ob der eine was hat, was der andere braucht oder so. Okay. Na, also man guckt, ob man was braucht und der andere guckt dann einfach, ob was hat und dann teilt man das. So. Ja, ist okay. Gerade wie mit dem Rucksack. Ey, ich habe einen Katana gefunden. Oh, geil. Michonne ist back. Ich bin eine Frau. Episch, Degen. Nein, es ist ein Katana. Es ist kein Degen. Anziehen. Oh, hier ist ein Waschbecken. Hier kann man auch was auffüllen. Das ist auch dreckiges Wasser. Okay. Ich habe ein bisschen meine Stöcke. Hier ist noch eine Reliquie im Stink. Oh. Ich kämpfe ja gar nicht mit meinem Degen, verdammt. Lass mein Heinrich in Ruhe. Danke, Mathilde. Ich habe noch eine Reliquie gefunden. Wo war die denn? Sag mal. Hier, im stinkigen Klo. Hab ich. Sehr schön. Oh, hier ist noch ein Etui im Klo. Hier habe ich Sauerstoffproblem. Sie erleiden Sauerstoffmangel. Oh, lass uns hier mal rausgehen. Hier geht's wieder hoch und runter. Ja, unser Auftrag ist allerdings hier. Naja, ich würde erstmal nur sammeln. Die Kisten hast du hier alle durchsucht? Ja. Gut, dann nehme ich jetzt meinen Katana. Irgendwo habe ich noch einen Katana, verdammt. Okay, mein Degen. Ich sage, es ist ein Katana, Punkt. Hey, und was nun? Watcher, I have the token. Proceed to Oasis. Present the token to the merchant. The camp itself is to the north, Sector C6. Ich esse erstmal kurz was. Ja,
Dann können wir uns noch hier drüber was angucken. Ja, essen und trinken ist gar nicht so doof. Ich esse mal ein einfaches Frühstück. Okay. Genau, oben müssen wir uns ja auch noch. Und ich rauche mal eine. Ah, ich bin eigentlich ganz gut chillt. Naja, ich habe noch diesen roten Pfeil nach unten gehabt. Ah, okay. Okay. Mission ist auch 367. Also hier oben sind ja auch noch Leute gewesen. Die müssen wir aber dann wahrscheinlich auch töten. Hm. Aber ich weiß ja nicht, was hier oben noch an Loot ist. Stahlkiste leer. Was war das? Ich hab mich erschreckt. Ja, ich mich ein bisschen auch. Nur ein bisschen. Ich hab mich doll erschreckt. Ich finde das hier vor allem unübersichtlich. Also. Ich hab irgendwie keinen Überblick, wo ich schon war. Oder auch nicht. Nee, den hinteren Waggon hatten wir ja noch nicht. Geht's noch weiter? Hier ist noch ein Waggon. Ach, hier sind auch noch mehrere. Krass, hier gibt's ja so viel Loot. Ich habe gerade Angst und ich bin überladen. Oh. Kannst du vielleicht schon Sachen auseinandernehmen? Ja, ich versuche es, warte. Ups. Ach, da bist du, hallo. War gerade die falsche Taste. Sag mal, dass ich was zerlege, so ein bisschen. Kästchen. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal wieder Essen kochen. Hm. Schwanz der Dorf. Bin nur noch bei 47 Kilo. Bin jetzt bei 38. Okay, die Waggons haben wir wahrscheinlich schon. Dreifacher. Das ist eine schwere Waffe. Zigarre. Wodka. Lauskappe. Whisky. Vorschlaghammer. Also Waffen habe ich jetzt auch mittlerweile ganz gut. Ja, hier. Wir müssen hier lang. Ah. Wir haben ja quasi die Waggons kontrolliert. Dann können wir auch eigentlich raus. Ja. Achtung, rechts ist eine Anomalie. Sie wird hier schon wieder dumm. Aber das hat sich da echt gelohnt. Ja. Finde ich. Oh, da sind Kräuter. Ich habe schon lange keine Kräuter mehr. Dann sammel du mal. Ich, über ein Lagerfeuer würde ich mich freuen demnächst, weil dann würde ich mein ganzes Essen mal zerkochen. Und ich müsste mir mal eine Kippe drehen.
Ich habe sonst auch ganz viel Alkohol, wenn du was haben möchtest. Warte mal, Alkohol macht das auch, das Mut? Ja. Stress, Temperatur plus 5. Ja. Ich hab genug. Ach so. Ich muss das nur mal benutzen. Trink mal eine Flasche Wein. Ich trink rum. Hm. Nee, der Pfeil nach unten geht, glaube ich, nur durch Kippe weg. Okay. Vielleicht beruhigen Zigaretten. Keine Ahnung. Aber du hast das nie. Doch, ich hatte das auch schon. Okay. Da vorne ist ein Lager. Ja. Bei uns ist eine Blitzanomalie. Weiter nach links gehen. Das sind mehrere Blitzer. Alter, was war das denn bitte? Ich hab nichts gehört. Echt nicht? Boah, ich bin jetzt am Lagerfeuer, Mann. Ich ja. Oh, ich kann sogar Nägel herstellen, was nicht. Ja, kann ich auch. Ich kann auch Stachel drin herstellen. Stahl. Was will ich damit? Spiritus? Wie kann ich einen Spiritus machen? Kartoffel und Alkohol. Aha. Mach mal einen Spiritus. Ah, da braucht man einen Kochtopf. Ah, ich habe einen Kochtopf. Warum kann ich das machen? Was mache ich aus Spiritus? Ach, und Stahl kannst du machen, wenn du 50 Bauteile hast. Nägel brauchst du auch 50 Bauteile. Okay, wenn du eine Schere oder einen Schraubendreher findest, nicht kaputt machen. Daraus können wir Basiswerkzeug herstellen. Ah, okay. Das hättest du mir von einer halben Stunde sagen sollen oder ja, so. Ja, ich hab's gerade erst gesehen. Ich hab mich auch gerade geärgert. Dann darf ich den Kochtopf, den ich habe, nicht kaputt machen. Ich hab sowieso noch so viel Krempel. Immer aus 47 Kilo, okay. Das Zerkochen bringt nichts. Ich hab auch noch ein Feuerzeug. Ich weiß nicht, was ich mit dem Feuerzeug machen soll. Ich kann es nur wegschmeißen oder... Keine Ahnung. Also ich habe jetzt 35 Kilo bei mir dran. Wenn du ein bisschen was losfliegen möchtest oder so, ein bisschen was kann ich dir ab. Nö, aber den Kochtopf darf ich nicht wegwerfen. Ich muss einfach jetzt was essen. So. Oh ja, das ist eine gute Idee. Einfaches Frühstück? Nö, gib mir mal einfaches Dessert? Nö. Ich nehme ein einfaches Mittagessen. Und zum Nachtisch ein paar Kekse. Und etwas Schokolade. Ah, das Wasser ist natürlich auch ein Kilo schwer pro Flasche fast, ne? So. Okay. So, jetzt bin ich bei 45. Okay, wir können weiter. Danke, Lagerfeuer. Hier ist irgendwie ein Wohnwagen oder so. Oder ein Bunker. Müssen wir uns aber jetzt nicht angucken. Okay. Lass mal weiter die Mission machen. Ah, unten wurde jemand totgeschlagen. Ich. Jetzt habe ich auch eine Lache gehört, du. Ah, ist noch weit entfernt. Oh, ist das ja ein Panzer? Guck mal an. Oh, oh, vor mir ist ein Räuber. Das ist echt ein Panzer auf einen Ratz irgendwie, so ganz komisch. Oh, oh, ich glaube, der hat uns gesehen. Ja, ich glaube, der hat auch einen Molly geworfen. Lass mal abhauen. Mit jemandem, der einen Molly hat, will ich mich nicht anlegen. Oh, warte mal, brennt er sich vielleicht selber? Nee, okay. Hätte sein können, dass er da irgendwie Molly hingeworfen hat und selbst durchgerannt ist und gestorben ist. Das wäre natürlich toll. Das Ding auf den Stelzen da, das gefällt mir gar nicht. Stelzen? Ja, vor uns.
sieht aus wie ein Wasserturm. Ach, das meinst du? Das habe ich am Anfang des Spiels mal in Bewegung gesehen. Darum, die erinnern mich so ein bisschen an Krieg der Welten. Diese Tentakelviecher, diese riesigen. Da ist jemand. Ja, wir müssen da die Händlermarke. Hallo. Ich bin's, der Heinrich. Ich tu dir nix. Und? Wo sind die Erkenntnisse? Die haben drei Fertigkeiten gekriegt. Kenntnispunkt, ach, Fähigkeitspunkt. Hast du schon gezeigt? Nö, ich bin einfach hier und bin aufgestiegen. Ich habe nichts gemacht, ich bin einfach hier. Das ist eine Waffe. Verkaufen. Das Ding ist eine Waffe. Können wir hier Sachen klauen oder so? Oh, hier gibt's gratis Wasser. Ach, mit denen kann man handeln oder was? Handel treiben. Der kann auch nur Schnaps verkaufen oder was? Keine Waffen, nichts. Ich würde gerne hier meine Marke vorzeigen. Muss ich die denn zeigen? Keine Ahnung. Ah, ich hier die Erkennungsmarke dem Händler vorzeigen. Ich verkaufe mal Wodka, weil Wodka ist nicht so geil. Was kriege ich dafür? Ah, man kriegt Ersatzteile hier. Jetzt macht das natürlich mehr Sinn, dass man diese Teile so viel braucht, weil man kriegt dadurch auch ganz gut Teile. Die Rezepte sind aber nicht schwer, doch 0,1 wiegen die. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, was ich brauche in Zukunft, aber... Weil ich habe einen Gasbrenner, der ist selten. Ja, den würde ich behalten. Was kann ich damit machen? Ich kann damit nichts machen mit dem Gasbrenner. Ich kann nur verkaufen oder so. Oder wegschmeißen. Ach, wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Das ist noch 40 Meter. Spiritus. Geh mal weiter zu dem Händler, dem wir die Marke zeigen sollen. Ja, ich bin jetzt wieder im Tuchleichter. Ja. Da ist irgendwie im Händler. Das ist eine richtige Basis hier. Nein. Ich komme hier schon. Sich unterhalten. E drücken. You're new here, I take it. Ah. Yeah. You work for the corporation? Not really. I'm a volunteer. Came here of my own free will. Wow. We don't get your type here often. And don't expect me to call your course of action commendable. More like desperate. Everything here is more complicated than you think. What do you mean? You'll see for yourself soon enough. Or not. I don't know. I don't have time to chat. In any case, I'll take your token. Your room is back there, just past the door. It's got everything you need. You can arrange it however you want. Thanks. I wasn't expecting a place to live. If you need anything, I can sell it to you. I take parts as payment. The name's Mikael, by the way. Mikael. Or Misha, as the locals call me. Cool. Home sweet home. Wo ist unser Zimmer? Weiß nicht, hier? Nee. Keine Ahnung, hier? Ist das unser Zimmer? Nee. Das ist hier. Hey, do you copy? Yeah, I can. Who is this? How did you get in contact? Over the radio, dammit. I asked the local merchant if there was anyone around looking for work. He said you were new here, so you probably could use some. I'm a biologist. Nee, I study the flora and the fauna here on Greenwich. Hier unten. Many... Yep. Sorry. Many non-standard animals in it. Even humans live here. Okay. What do you need? Have you heard of Subject 11? No. They call it the Wanaga. Well, I need some tissue from it. Cuts from its hide and flesh. So that I can research the creature. My data indicates that some of them have settled near the Kupol radar station. In one of the... one of the...
buildings there. Sorry, that's in Sector G7. So what's the pay? Just get some specimens. The pay will be fair. Over and out. So was mag ich ja gar nicht. Besorg erstmal den Scheiß und dann kümmern wir uns um die Bezahlung. Dann kriegen wir irgendwas Billiges. Ja. Was sind das hier? Welche Kurie möchtest du denn? 1, 2, 3 oder 4? Ich bin Nummer 1. Hi, Nummer 1. Und was kann ich jetzt hier machen? Hier kannst du zum Beispiel deine persönlichen Gegenstände aufbewahren. No. Ich werde da meine Waffen ablegen. Mhm. Ich leg dir erstmal meine Schusswaffen ab. Vielleicht brauchen wir die später nochmal. Oh ja, Schusswaffen. Hinübergeben. Übergeben. Erstmal lege ich alles ab. So. Ich bleibe erstmal bei Nahkampfwaffen. So, was nehme ich denn jetzt mit? Ich nehme auf jeden Fall die Axt mit. Den Schlagstock nehme ich mit. Vorsichtshalber nehme ich auch noch das Messer. Ich lasse einfach ganz viel hier. Wenn ich was bauen will, mache ich das einfach hier. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe auch jetzt fast alle Handwerkssachen hier gelassen. Ich habe noch zwei andere Gegenstände. Transformator, ja gut. Der ist auch echt nur zum... der ist schon in dem Bereich, den man auseinandernehmen muss. Also gibt ja einen extra Reiter für Zahnräder, ne? Wenn der nicht dabei ist. Also alles, was da ist quasi. Und es gibt zwar unterschiedliche Mützen. Ja. Panzerung. So, ja. Erforschen, Werkbank. Was musst du dafür zahlen? Keine Ahnung. Ich habe mich da vorgestellt und habe erforschen. Gut. Ja, wie war das mit dem Tagebucheintrag nochmal? Auf J. Aufgaben. Privates Zimmer, wir müssen ein Bügeleisen finden dafür noch. Nein! Ventilator, Radioapparat. Einen Ventilator haben wir. Gaslampe. Oh nein, ich habe gerade ein Radioapparat kaputt gemacht. Gaslampe, auch im Leuchtturm. Ein Ventilator habe ich noch. Okay. Posterkästchen hatte ich auch. Oh. Jetzt kann man es mal gebrauchen, ne? Okay. Aber wir wissen auch schon mal Bescheid. Das ist schon mal nicht verkehrt. Weil mit den Werkbänken können wir wahrscheinlich dann besser reparieren oder whatever machen. No. Perks. Ist da bestimmt auch eine Stufe aufgestiegen, oder? Achso, ja. Achso, ich hab die schon verteilt. Ich bin Lagerexperte. Die effektive Ressourcenlogistik ermöglicht das Lagern von mehr Sachen in der Truhe. Man kann Ninja-Messer werfen, ne? Ich mach das mit den Ninja. Ja, ich würde dann sagen, machen wir hier einen Aufnahmequit und genau. Nehmen uns nächstes Mal die Hilfe für die Wissenschaft vor, ne? Richtig. Okay. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Würde uns sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Desolate. Tschüssi. Tschüss.